Wir sind zwar schon mittendrin, aber dann trotzdem nochmal offiziell. Begrüße ich euch alle zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Freitag um 18.30 Uhr. Wir rechnen mit 25.000 Zuschauern, davon bis zu 1.000 Gäste, und Schiri haben wir mittwochs noch keinen. Begrüße Michael Kölner. Wir starten in die englische Woche. Wie habt ihr denn die Spielpause genutzt? Ja, ich denke, das ist eine große Herausforderung jetzt halt, nach einer Länderspielpause, die trotzdem für uns relativ kurz war, nachdem wir montags in Berlin gespielt haben und freitags dann wieder gegen KSC starten, dann sofort mit drei Spielen in einer Woche wieder zu starten. Ja, Pause haben wir, denke ich, die Länderspielpause gut genutzt. Sicherlich war ein für mich persönlich auch ein großer Nackenschlag die Verletzung von Dennis Lippert. Aber ansonsten haben wir, wie gesagt, die Pause ist super genutzt. Also wir haben ein paar Dinge, glaube ich, ganz gut versucht zu trainieren und reinzubringen in unsere Mannschaft. Und das wir dann hoffentlich auch jetzt in den nächsten Tagen auch brauchen können. Wir haben uns ja im athletischen Bereich nochmal ein paar Dinge nochmal angeeignet. Und ansonsten, denke ich, kommen wir Tag für Tag im Training gut voran. Ja, der Wetterumschwung oder die Sonne trägt ihr Übliches dazu bei. Das ist natürlich toll, wenn man so wie gestern bei Top-Wetter trainieren kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffen wir natürlich, uns jetzt gut für Karlsruhe vorbereitet zu haben. Ja, kommt der Tabellenletzte zu uns ins Stadion. Sicherlich eine undankbare Aufgabe von dem her, weil Karlsruhe sich sicherlich auch mit seinem Kader und mit den Ansprüchen, die dieser Verein hat, sicherlich nicht auf dem letzten Tabellenplatz sieht. Nichtsdestotrotz müssen wir schon schauen, dass wir gegen einen tiefstehenden Gegner unseren eigenen Ballbesitz seriös gut spielen können, Kontergefahren gut erkennen und die minimieren und dann sicherlich auch uns viele Torchancen kreieren können. Das wird sicherlich der Plan für Freitag sein und hoffen, dass wir auch die Zuschauer, die hoffentlich jetzt bei dem Wetter zahlreich ins Stadion kommen werden, dass wir die auch dann mit einem guten Fußball auch letztendlich auch hinter uns bringen können. Gut. Punkt. Jetzt seid ihr dran. Chris Bichele, Kicker. Zu den altbekannten Verletzten, kommt da noch irgendjemand dazu oder ist jemand wackelig? Ja, wackelt momentan Georg Markreiter, der hat sich an der Zehe verletzt. Da schauen wir Tag für Tag, wie es geht, also mit der Großzehe. Von dem her, das ist ja kein unerhebliches Gelenk, was man zum Laufen braucht. Von dem her, wie gesagt, müssen wir schauen. Ansonsten sind soweit alle fit. Teuchert ist ins Training wieder teilweise zurückgekehrt. Sepsi ist teilweise wieder im Training zurück. Eras steigt so nach und nach ein. Also die werden sicherlich jetzt halt mal schauen, jetzt, was mit Teuchert ist fürs Wochenende. Aber ja, wie gesagt, geht dann Dienstag, Freitag gleich wieder Schlag auf Schlag. Also müssen wir schauen, wie die Spieler jetzt ihre Rückstände aufholen. Ob der ein oder andere dann für den Kader ein Thema sein wird, das werden wir dann kurzfristiger sehen. Stefania Blanke, Nürnberger Zeitung. Das ist bei Georg Markreiter, ist im Training passiert, irgendwie draufgestiegen oder einfach eine Reizung im Zehengelenk? Ja, das ist blöd vertreten im Training und dann hat sich jetzt das Grundgelenk verletzt. Die schwere Verletzung von Dennis Lippert, ein Nackenschlag, ganz klar. Ist Chuck Bauer automatisch der Nachrücker, also haben Sie sich schon festgelegt auf ihn? Ja, festgelegt und nicht. Also wie gesagt, wir probieren im Training schon verschiedene Varianten aus. Also ich denke, man muss so unabhängig jetzt halt, ob Chuckba da anfängt oder nicht, aber man muss sich ja trotzdem auch Alternativen überlegen. Es kann auch noch erkranken oder sonstiges passieren. Oder wie gesagt, wir werden die Leistungen da abwarten. Also wir werden sicherlich da schauen, aber wir haben ihn sicherlich im Winter geholt, auch, damit er diese Position spielen kann. Von dem her müssen wir schauen, wie gesagt, für Freitag. Aber wir gehen schon davon aus, dass er auflaufen wird. Also ist es auch die Entscheidung gefallen, Dreierkette oder Viererkette, ist das noch? Ja, das ist eine Überlegung, sicherlich jetzt auch. Durch das, was auch Georg sich verletzt hat, sind wir schon für alles offen. Ich denke, das ist jetzt schon auch so eine Stärke, dass wir jetzt momentan schon verschiedene Sachen im Petto haben und können auf den einen oder anderen Planer zurückgreifen. Wie haben Sie Chuck beim Training schon erlebt in der kurzen Zeit? Ist es ein Spieler mit großer Erfahrung, dem Sie das voll und ganz zutrauen? Ja gut, der hat Bundesliga gespielt, also wenn wir hier das zutrauen, hätte man dann wahrscheinlich als Backup jetzt für die Dreierposition verpflichtet. Von dem her, wie gesagt, ja,
wissen wir, dass wir einen abgezockten Profi da letztendlich auf der Position verpflichtet haben. Das zeigt er im Training. Also er weiß, wie die Dinge im Profifußball laufen und bereitet sich Tag für Tag seriös auf einen möglichen Einsatz vor. Das hat er in der letzten Zeit auch gemacht. Und ich glaube, dass konstant Gewehr bei Fuß steht. Zumindest macht er den Eindruck. Chris Bichele. Zwei Fragen. Die eine Teuchert, Sie haben es erwähnt, Kreuzbanddehnung oder was er hatte, ist ja medizinisch etwas umstritten, weil man sagt, das gibt es nicht eigentlich. Also es gibt keine Mediziner, die sagen, das gibt es nicht. Entweder das reißt oder es dehnt oder es angerissen. Ist das, ist der soweit fit? Sie sagen, der holt auf. Vielleicht für die englische Woche, dass man ihn wieder reinwirft, oder ist das Risiko zu groß? Das ist die erste Frage. Und die zweite, Dreier-, Viererkette und so weiter. Sie haben auch gesagt, hängt Markreiter ein Stück weit davon ab. Aber spielt da auch, denken wir, auch der Gegner eine Rolle, wie Sie den erwarten, ob er offensiv, defensiver spielt, spielt er mit zwei Spitzen, mit vier, wie agiert er? Richten Sie das nach dem Gegner aus für den Freitag? Ja, ich starte mit der Frage 2, aber das ist nur mehr in meinem Kopf. Ja, sicherlich immer gegen ab, ich habe Sie vollkommen recht. Das werden wir sehen, also ob das jetzt, wie weit der Kreis wieder auftaucht. Also wir werden sicherlich, wird jetzt keine Stürmer in die Mannschaft uns gegenüber stehen. Und von dem her müssen wir sehen, jetzt A, was der Gegner uns anbietet, B, natürlich auch, was wir für Personal und was wir letztendlich auch vorhaben. Ich glaube, dass wir schon stark in der Verpflichtung sein, in dem Spiel auch zu agieren. So wie jetzt auch vor zwei Wochen zu Hause, vor drei Wochen gegen Bielefeld zu Hause. Und aus diesem Agieren heraus müssen wir überlegen, welche Systematik am Ende für uns das Beste ist. Und das richtet sich immer ein Stück weit auch von den Spielern, das ist abhängig. Und das werden wir sehen, aber wie gesagt, ich denke schon, dass wie gesagt, beide Optionen sind möglich. Und wir müssen mal schauen, wie gesagt, dass die nächsten Tage jetzt auch, wenn wir jetzt heute und morgen uns mal gezielt vorbereiten, was am Ende der Mannschaft besser zu Gesicht steht. Und dann gehen wir zurück zur Frage 1. Teuchert, also ja, Kreuzbandzerrung, so ist die offizielle Diagnose. Inwieweit man die diagnostiziert, und da bin ich auch aus dem Thema draußen. Fakt ist, mit dem Knie Probleme gehabt. Das ist gestern Vormittag im Training, war es gut wieder. Über Mittags hat er dann trotzdem wieder leichte Problematiken verspürt. Darum werden sicherheitshalber gestern Nachmittag mal rausgenommen wieder, weil wir schon merken, dass dann so eine Reizung im Knie auf eine erhöhte Belastung letztendlich die Reaktion ist. Ja, und da schauen wir jetzt mal, wie gesagt, wir hoffen schon, dass wir so schnell wie möglich Cedric fit bringen, dass der so schnell wie möglich eine Option für unseren Kader ist. Ich denke, seine Dynamik, seine Wucht, die dieser Spieler hat, die tut uns gut. Und die fehlen uns auch in manchen Momenten auch. Jetzt hat uns Union Berlin gefehlt. Da hätte ihn gerne einen Cedric auf der Bank gehabt oder einen Startelf. Aber wer nicht gesund ist, hat im Kader nichts verloren. Und wer nicht Tage vorher schmerzfrei top trainiert hat, tut sich auch schwer, letztendlich vor allem junge Spieler, da in den Kader reinzukommen. Also der Plan ist so, Cedric muss ein paar Tage trotzdem die Belastung standhalten, muss schmerzfrei trainieren und sich dann in Form bringen. Und dann ist es sicherlich für uns immer ein Thema. Hans Böller, Nürnberger Nachrichten. Dann gleich im Anschluss dran, Ihr Vorgänger hat manchmal so ein bisschen moniert, dass Cedric Teuchert mehr aus sich herausholen müsste, dass er so Phasen hätte, in denen er zu schnell zufrieden war. Wie sehen Sie denn seine Entwicklung? Ja, ich kenne Cedric jetzt auch schon länger. Also wie gesagt, jetzt hat er wie auch in der 19 hier gespielt hat. Und also ich kann jetzt nur mal von der jüngsten Phase sprechen. Cedric tut alles dafür, dass er fit wird. Also der schiebt hier Schichten ohne Ende. Was jetzt mit seinem Knie möglich war, Fahrradfahren und andere Dinge oder jetzt auch die Behandlungen wahrzunehmen. Also von dem her kann ich da nichts monieren und ich hoffe darauf, dass uns bald wieder zur Verfügung steht, weil ich glaube auch für den Jungen ist es brutal hart, letztendlich verletzt zu sein, nicht helfen zu können, der Mannschaft auch nicht letztendlich auch mit seiner Power letztendlich auch zu unterstützen und da hoffen wir darauf, dass es die nächste Zeit jetzt auch so schnell wie möglich funktioniert. Hans Böller. Ganz einfache Frage, wer steht im Tor? Ja gut, Thorsten Kirschbaum ist wieder eingestiegen, das haben wir auch verfolgen können, sind wir froh darüber, dass es jetzt auch schneller passiert ist, als wir es eigentlich ursprünglich geplant haben, aber nichtsdestotrotz ist es so ein Einriss jetzt in einem Muskulaturgewebe,
ist natürlich immer ein bisschen am Anfang sehr fragil und da wollen wir natürlich auch jetzt warten, dass es wirklich stabil ist, weil vor allem als Torwart jetzt in der Seite oder was, eine starke Parade oder was, eine ruckartige Bewegung jetzt mit der Hand, kann das Narbengewebe wieder aufreißen, das jetzt noch nicht richtig verheilt ist. Von dem her werden wir da auch die Geduld haben. Und wir haben auch auf der anderen Seite keine Notwendigkeit, jetzt in Aktionismus zu verfallen. Raphael Schäfer hat uns jetzt mit seiner Routine und mit seiner Präsenz da hinten ganz gut getan. Und ich denke, dass das auch am Freitag gegen KSC wird uns seine Erfahrung jetzt auch in einem sicherlich komplizierten Spiel auch gut tun. Chris Bichele. Weil gerade von Jungen wie Teucher die Rede war, Sie haben den Löwen nach oben gezogen, können wir ja fast sagen, zweimal waren Sie Chef, war immer in der Anfangsverletzung, ein Stück weit festgespielt, hat jetzt in der U21, hat nicht gut gespielt, was aber auch normal ist, was eigentlich fast immer der Fall ist, wenn man von oben nach unten kommt, dass man dann nicht glänzt. Wie sehen Sie das jetzt für den Freitag und Kammerbauer, der ja, wo Sie mal gesagt haben, das war die härteste Entscheidung bislang von Ihnen? Ja, also völlig richtig. Ich denke, dass Edo Löwen jetzt auch die Erfahrung machen musste einmal und auch machen sollte ja die Erfahrung, so wie das ist, wenn man von oben von der Profimannschaft wieder in die zweite Mannschaft runtergeht, dass das für den Kopf eine brutal schwere Situation ist, vor allem wenn du das erste Mal erlebst sowas. Ich denke, das hat Edo jetzt auch am Wochenende erfahren, aber wir waren jetzt nicht so restlos unzufrieden mit seiner Leistung. Der hat die Dinge schon so geregelt in vielen Momenten, aber er hat ein paar Aussätze halt mal drin, und das ist völlig normal. Ja, aber jetzt für Freitag eine Option ist, das wird sich auch wieder von Tag zu Tag immer wieder entscheiden, auch wie das Training letztendlich. Ich habe die Woche, wie gesagt, ein paar neue Dinge einstudiert und da wird es immer so sein, wenn du versuchst, dein Spiel, deine Spielqualität zu erhöhen, wer kann am Ende, ist der Schnellste, der diesen neuen Input verarbeiten kann, wer kann das in die Beine bringen auf dem Platz, der wird spielen und der da einfach nur vielleicht einen Tick länger braucht, der muss ja dann in den nächsten Tagen nochmal nacharbeiten und muss dann schauen, dass er das dann auch wieder reinbringt. Aber ich sage, wir sind grundsätzlich mit Edo hoch zufrieden. Also so wie er in beiden Spielen gegen Bielefeld und gegen Berlin aufgetreten ist, vor allem als eine Union in so einem doch heißen Stadion, hat er das sehr gut gemacht und trainiert er gut. Aber wie gesagt, man muss mit solchen jungen Burschen muss man seine Geduld haben und da muss man die Dinge auch dann zum rechten Zeitpunkt auch richtig eintakten. Martin Funk, Bild Nürnberg. Musste den Tim Mattausch aufarbeiten oder musste nichts aufarbeiten, weil er war ja bei Ihnen jetzt nicht erste Wahl zuletzt und musste sich mal hinten anstellen? Ja gut, Tim, ein Stürmer braucht natürlich auch eine läuferische Qualität und das war das, was wir, da war er noch angeschlagen und ich gesagt, dass, glaube ich, das eine das andere ein bisschen bedingt hat, durch seine Verletzung, die er da mit sich herumgeschleppt hat, da hat er einfach auch, war nicht hundertprozentig fit und dann konnte er dadurch auch seine die läufische Qualität am Ende nicht einbringen und in den letzten Tagen, wenn ich sagen, seit jetzt der Beschwerde frei ist, trainiert der Tim richtig gut, zeigt starke Leistungen im Training und von dem her freue ich mich das auch, dass wir da auch wieder eine Option mehr haben für unseren Kader. Nee, da gibt es noch nicht, so eine Bauchreizung gehabt, nochmal einen Bauchmuskel und dann hat das so in die Oberschenkel ein bisschen ausgestreut und dann haben wir gesagt, wir machen da nichts. Und das haben wir aber gemerkt, der war dann eigentlich immer nach jedem Training beim Physio. Und im Training selber haben wir gemerkt, dass da irgendwas klemmt bei ihm. Und jetzt ist er beschwerdefrei und hat richtig Bock, Fußball zu spielen. Und ich denke, das sind zwei Grundvoraussetzungen, die man braucht, um Leistung zu bringen. Und das erfüllt der Team momentan zu 100%. Ach so, oh sorry. ja, Kammerbauer, wie gesagt, Patrick, wie gesagt, war jetzt bei der Nationalmannschaft, hat eine Halbzeit rechter Verteidiger gespielt und dann auf 6 gespielt. Das ist sicherlich natürlich ist immer schwierig, wenn du in der Länderspielpause wieder zu der Mannschaft zurückkehrst, wo die anderen eigentlich was aufarbeiten. Patrick macht es gut, aber ich kann halt immer nur 11 Spiele aufspielen. Wir sehen, wo am Wochenende aber seinen Platz irgendwo findet er. Aber wie gesagt, Die Entscheidungshärte, die bleibt bestehen, was die Position betrifft. Das wie gesagt, wir spielen halt aktuell, zumindest jetzt mal in den letzten beiden Spielen, nur mit einem Sechser. Vielleicht, wenn wir eine Woche mit 2 Sechser spielen am Freitag, dann ist sicherlich eine andere Option. Aber ansonsten, André Petrak macht einfach seinen Job super.
Das, was wir auf der Position erwarten, erfüllt André. Aber Patrick gibt im Training, und das gefällt mir, gibt brutal Gas, drängt sich vehement auf, und am Ende muss halt dann manchmal ein Spieler vielleicht mal ein paar Signale mehr senden, damit der Trainer dann am Ende ihn einmal erhört. Aber wichtig ist, dass Patrick Gas gibt, auch grundsätzlich mit der Situation gut umgeht. Auch wenn er sicherlich auch unzufrieden ist, weil jeder will gerne spielen. Aber umso lieber ist uns, dass wir da mehrere Möglichkeiten haben auf einem hohen Niveau, bevor wir dann die Elf sich von alleine aufstellen würden und der Rest, der draußen sitzt, wird dann mehr oder weniger der Musik hinterherlaufen. Stefan Jablonka. Sehen Sie ihn jetzt eher als Sechser oder auch als Variante für den rechten Außenverteidiger? Ja, ich denke grundsätzlich nicht jetzt in einer Position beim Spieler, sondern ich bin immer froh, dass wir es irgendwann auch schaffen müssen, so wie jetzt das im Nachwuchs bei uns auch funktioniert, dass die Spieler auf mehreren Positionen einfach ausgebildet werden, sich da irgendwann auf mehreren Positionen wohlfühlen. Patrick kann mehrere Positionen spielen, der kann im Abwehrverbund auch Innenverteidiger spielen. Das hat er in der U19 auch gespielt. Und das muss er dann wieder ein Stück weiter zum Gegner passen. Aber er ist im Mittelfeld zu Hause, er ist auf der Außenbahn, da hat er jetzt auch viele Spiele gemacht, da hat er sicherlich jetzt seine Positionssicherheit. Aber am Ende musst du immer schauen, wo brauchst du seine Dynamik, wo brauchst du seine Zweikampfhärte, wo brauchst du diese Art von Spiel, in welchem Raum. Und in diesem Raum, was du brauchst, musst du dann reinstellen. Lukas Müll ähnlich. Wie gesagt, der hat jetzt bei der Nationalmannschaft ein starkes Spiel abgeliefert in der U20 als Abwehrchef in der Dreierkette. Die haben mit Dreierkette gespielt und Lukas kann Dreierkette spielen. Und von dem her ist es richtig gut gemacht. Auch. Zeigt es auch im Training bei uns, dass er jetzt wieder aufsteigende Form hat. Ich glaube, der hat so vor ein paar Tagen ein so ein kleines Tief gehabt. Das vierte Spiel, glaube ich, hat ihn doch auch ein bisschen mitgenommen, aber da ist er jetzt raus. Wie gesagt, in so einem Fall hat eine Länderspielreise auch mal gut getan für einen Spieler. Wettkampfpraxis über 90 Minuten gesammelt, stark gespielt auch. Mit dem Selbstbewusstsein ist er auch hier wieder angekommen in Nürnberg und trainiert seitdem so. Andi Brettreich, Frankenfernsehen. Allmächt. Die schwere Verletzung von Dennis Lippert war ja ein Schock auch für ihn selbst. Das war ja die erste schwere Verletzung für ihn überhaupt. Wie nimmt es Dennis selbst auf? Wie kommt er da durch und inwieweit können Sie ihm dabei helfen? Also können Sie ihm überhaupt helfen in der Situation jetzt gerade? Also ich muss ihm helfen. Also da gibt es keine Thematik dazu. Das ist mein Spieler und den helfe ich 24 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche und das komplette Monat durch, bis er wieder auf dem Platz steht. Also der wird heute operiert, das ist das Bitterste, was der Junge mitmachen muss. Aber wir müssen, wie gesagt, da durch, da muss er auch selber schauen, dass er da durchkommt. Weil wir müssen jetzt schauen, das Problem ist bei ihm jetzt auch, es geht in die Sommerpause dann immer mal rein, dann ist es immer so, wieder so eine neue Saison, ist immer ein Neustarter, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen so außen vor, da müssen wir alles dafür tun, dass der Dennis der sich nicht außen vor kommt. Und Patrick Erdos hat jetzt diese bittere Erfahrung machen müssen, ich hoffe, dass Patrick da einmal unterstützt, da ein paar Tipps gibt da, wenn man mit so einer Situation umgeht, aber am Ende ist es meine verdammte Aufgabe, ja, den Spieler da über den Tag zu bringen. Jeden Tag alles zu tun, damit der Junge jetzt auch jetzt die Operation heute mal, dass er gut operiert wird, dass der Dr. Bönisch keinen Fehler macht, dass der das Messer richtig gut setzt und alles gut hinbringt. Und dann, wenn dann die Narbe letztendlich verheilt ist, also mit der Reha gut beginnt und dass er so oft wie möglich hierher kommt, dass wir alles tun, dass der Junge auch positiv bleibt, nach vorne blickt, die Reha annimmt, so wie sie ist und am Ende dann wieder gut aus der Verletzung rauskommt und da wieder sein altes Leistungsniveau erreicht und dann wieder sich weiterentwickelt. Andi Schuster vom BR-Hörfunk. Eine Frage an dich, Luana, und zwar mit Blick auf Stadionname bzw. Crowdfunding. Vielleicht könntest du ein bisschen skizzieren, wie von Vereinsseite das Ganze unterstützt wird jetzt noch, gerade mit Blick auch vielleicht auf das Heimspiel. Unterstützen in dem Sinne tut der Verein das jetzt per se nicht, weil es ja ein städtisches Thema ist und das Stadion gehört der Stadt Nürnberg. Aber die Aktion Max gemeinsam wird im Stadion am Spieltag Präsenz haben. In der Form, dass der Startschuss ja an dem Tag von der Crowdfunding-Aktion ist, mit Bandenwerbung etc. rund um den Spieltag, mit Werbeflächen quasi Präsenz. Genau. Also sie werden eine Auftrittsplattform sozusagen rund um das Heimspiel bekommen. Dann sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Ja.
Hoffe ich. Gibt es eine? Danke fürs Kommen. Wir sehen uns am Freitag im Stadion.